Jetzt mal im Ernst. Warum haben Leute Boote? Hey, Jungs, wollen wir ins Kino? Wir können mit meinem Boot hin. Oh nein, wartet. Können wir nicht. Es ist ein Boot. Segelhafen Port Nicola. Keine armen Leute. Das steht. Das ist also der Ort, an dem die High Society von Port Nicola ihre blöden Boote parkt. Segelhafen Port Nicola. Keine armen Leute. Das steht da nicht wirklich drauf. Ach so, okay. Ich dachte schon, er wollte sagen, das steht da wirklich drauf. Das Boot heißt Hava. Wow, top modern ausgestattet. Das Boot heißt Hava. Ahoi! Tut mir leid, keine Zeit zu reden. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Ich denke nicht. Das ist doch Ricardo. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie aussehen wie Dr. Rancho? Du musst mich verwechseln. Ich habe noch nie von diesem Dr. Renzo gehört. Sie sind Dominic Berard. Wie bitte? Sie sind Dominic Berard und Sie sind ein Betrüger. Erst bin ich ein Doktor, dann bin ich ein Betrüger. Du bist doch nicht ganz dicht. Ich habe recht, stimmt's? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sie arbeiten für eine Gruppe namens Aquila. Oder Sie haben für Aquila gearbeitet. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, wovon du da faselst. Lass mich in Ruhe. Was haben Sie vor? Wer steckt hinter all dem? Du fängst wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Warum erzählen Sie mir dann nicht endlich die Wahrheit? Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine schöne Knarre unter meinem Shirt und weiß sehr gut, wie man damit umgeht. Warum haust du nicht ab, bevor die Hafenarbeiter hier eine richtige Sauerei wegwischen müssen? Wow, der Typ ist eiskalt. Ich muss ihn zum Reden bringen. Aber wie soll ich das bei einem Trickbetrüger wie Berard anstellen? Vielleicht hat er nur geblufft, als er gesagt hat, er hätte eine Pistole. Aber ich will es nicht rausfinden. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, mir zu sagen, was er weiß. Aber wie kann ich einen Trickbetrüger wie Berard überlisten? Ich überlege mir lieber irgendeinen Plan, bevor ich ihm das hier einfach zeige. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Nö, das war ja auch nur die Sekte, in der er war. Huch. Achso, das kann ich mir nur angucken. Ah ja, da ist so ein Anzeigefehler drin. Ich glaube nicht, dass ich... Das würde er wahrscheinlich nicht haben wollen. Soll es ihm ja auch nicht geben? Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Ich glaube nicht. Das würde er wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube nicht, dass ich ihm das. Das würde er wahrscheinlich nicht haben wollen. Helivel, zu Hülf. Hey, Helivel. Hey, Harp. Ich habe Patrick Rancho unten im Yachthafen gesehen. Rancho, der Chef der RHC. Gut gemacht, Harper. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist, aber er ist gewieft. Ich krieg kein Wort aus ihm raus. Er bereitet sich darauf vor, die Stadt zu verlassen. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig, Harper. Wir brauchen einen Plan. Fällt dir was ein? Mir fällt absolut nichts ein, wie wir Rancho zum Reden bringen sollten. Rancho ist ein Meister der Täuschung. Es wird sicher nicht leicht sein, etwas aus ihm herauszukitzeln. Aber uns muss etwas einfallen.
Oh, wirklich? Oh, Spiel, du bist im Moment sehr frustrierend. Dann lasst euch doch was einfallen. Ich habe keine Idee. Bis später. Bis dann, Harper. Ah, du bist überhaupt keine Hilfe. Du hockst nur auf deinem scheiß Tennisball rum und lässt mich die ganze Arbeit machen. Und alles, was du zu sagen hast, ist auch gut gemacht, Harper. Mach nur weiter so, Harper. Lass dir was einfallen, Harper. Ich bin ja nur die Journalistin. Alter Schwede. Ich kriege gerade echt was an mich. Hallo, Professor. Hallo, Harper. Bis später. Mach's gut, Harper. Ach, zu dir komme ich auch nicht mehr. Hier, du Diebin, erzähl mir mal, wie ich einen Trickbetrüger reinlege. Entschuldigung. Was? Kannst du mir das Handwerk der Trickbetrügerei beibringen? Du als Trickbetrüger? Das will ich sehen. Dann bring's mir bei. Ich muss wirklich dringend ein paar Informationen aus einem Kerl rauskriegen. Okay. Du brauchst ein Druckmittel, einen guten Köder und einen geschickten Abgang. Was für eine Art von Druckmittel? Verfängliche Bilder. Versaute E-Mails, 1 Million nigerianischer Naira oder einfach etwas, von dem dein Opfer nicht weiß, dass du es weißt. Ein Informationsvorsprung. Lass die Zielperson im Glauben, dass du etwas hast, was sie will. Was, wenn ich kein Druckmittel habe? Such so lange weiter, bis du etwas findest. Was verstehst du unter Köder? Spiele mit den Emotionen des Opfers. Angst, Gier, Eitelkeit. Ich kann diese Fotos verschwinden lassen. Ich kann dich reich machen. Ich habe das, was du willst. Was ist der Abgang? Das ist der leichte Teil. Sieh zu, dass du vom Opfer bekommst, was du brauchst, bevor es merkt, dass du es reinlegst. Lass es im Glauben, es würde alles bekommen, was es will. Dann mach einen geschickten Abgang. Druckmittel, Köder und geschickter Abgang. Hast du es begriffen? Kann ja nicht so schwer sein, wenn du es schon kannst. Haken, Leine, Senkgewicht. Ich will jetzt nicht so gemein sein. Haken, Leine, Senkgewicht. Nein, nein, nein. Druckmittel, Köder, Abgang. Oh Mann, du solltest wirklich darüber nachdenken, dir eine Komplizin zu besorgen. Eine Komplizin? Die Leute neigen dazu, einem hübschen Gesicht zu vertrauen. Dem hässlichen alten Bruder von Marty McFly vertraut niemand. Kannst du mir noch mal erklären, wie so ein Trickbetrug funktioniert? Druckmittel, Köder und geschickter Abgang. Und du brauchst eine redegewandte Komplizin. Meldest du dich freiwillig? Ein klares Nein. Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Also holen wir Halliway ins Boot. Ich habe nur keine Ahnung, was wir als Druckmittel und Köder benutzen können. Aber wir holen uns schon mal das hübsche Gesicht, dann haben wir schon mal 1 von 3, das ist fast ein Sieg. Also, wir können dann schon gar nicht verlieren, ne? Also, Halliwell, warum hast du keinen kürzeren Nachnamen? Halliwell, Halliwells Tante. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ich weiß, wie wir Rancho zum Reden kriegen. Wirklich? Wie denn? Wir brauchen ein Druckmittel, einen Köder und einen geschickten Abgang. Wir brauchen ein Schluckmittel und einen guten Abgesang. Wir brauchen ein Schluckmittel und einen guten Abgesang. Moment mal, ich bin durcheinander gekommen. Druckmittel, Köder und einen geschickten Abgang. Wie kommst du da jetzt drauf?
Hast du mit dieser Hippie-Trickbetrügerin geredet? Ja, aber sie war wirklich hilfsbereit. Aber ich brauche eine Komplizin. Können wir uns gemeinsam mit Rancho treffen? Ja klar, aber haben wir irgendeine Art Druckmittel? Das war gut. Wir haben das echte RSC-Büro gesehen. Wir haben seinen Brief. Wir wissen, dass er ein Betrüger ist. Ich fürchte, wir haben kein Druckmittel. Wir haben das echte RSC-Büro gesehen. Stimmt. Aber wie kann uns das nützen? Wir drohen, die Fotos, die du gemacht hast, zu veröffentlichen. Er ist dabei, die Stadt zu verlassen, Harper. Wir brauchen etwas, das für ihn wichtig genug ist, um hier zu bleiben. Also doch der Brief. Wir haben seinen Brief. Okay, gut. Was machen wir damit? Der könnte als Druckmittel funktionieren. Wir gehen zu ihm. Alles klar. Ah, das Schluckmittel, es ist... Sorry. Das hat mich gerade so ein bisschen... Es ist gerade extrem frustrierend. Das habe ich jetzt echt gebraucht. Also, wie gehen wir das jetzt an? Sollten damit drohen, den Brief zu zerstören? Sollten Brad den Brief anbieten? Wir sollten damit drohen, den Brief zu zerstören. Er hat den Brief doch geschrieben. Warum sollte es ihn stören, wenn wir ihn zerreißen? Wahrscheinlich denkt er, dass seine Tochter den Brief bekommen hat. Denkst du, wir sollten ihm sagen, dass Eva weggezogen ist? Was, wenn wir behaupten, wir wüssten, wo seine Tochter ist? Ja. Und wenn er nicht redet, wird er sie nie wiederfinden. Das ist perfekt. Okay, lass es uns versuchen. Hey, Bora, ich habe hier eine Nachricht von Eva. Eva? Moment mal. Du schon wieder. Verschwinde und nimm dieses Mädchen gleich mit. Klar, wir können gehen. Sie wollen sicher nicht wissen, wohin Eva verschwunden ist. Eva ist verschwunden? Sachte, sachte. Sie hat ihr letztes Paket zurückgeschickt. Sie will ihr Geld nicht. Sie braucht jetzt Zeit für sich. Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Mir erzählen zu wollen, was sie braucht. Ich weiß, was am besten ist für meine... Moment mal. Woher soll ich wissen, dass das überhaupt wahr ist? Bleib ruhig. Tja, ich denke, sie werden uns einfach glauben müssen. Spätestens wenn sie sehen, dass Eva nicht mehr in ihrer Wohnung lebt, werden sie sich wünschen, uns geglaubt zu haben. Harper, zerstör den Brief. Halt! Stopp! Was immer ihr habt, gebt es mir! Zuerst erzählen Sie uns, was Sie wissen. Frag ihn, warum er es getan hat. Warum haben Sie all das getan? Ich habe nichts getan. Ich habe nur eine Rolle gespielt. Als Schauspieler. Reden Sie endlich Klartext, wenn Sie Ihre Tochter wiedersehen wollen. Ich wurde dafür bezahlt, die RHC-Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist alles. Ein einfaches Geschäft. Sie haben mir Ihre Pläne nicht mitgeteilt. Ich habe nicht danach gefragt. Er muss irgendwas gewusst haben. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Sie nichts über den Virus wissen? Mir ist egal, was du glaubst, Püppchen. Ich habe einfach nur meine Texte aufgesagt. Alles, was ich jetzt will, ist, meine Tochter aus dem Ganzen rauszuhalten. Gib mir den Brief. Den müssen Sie sich schon verdienen. Frag ihn, wer hinter Aquila steckt. Wer steckt hinter der ganzen Sache? Ich weiß es nicht. Ich bin nur die Marionette und nicht der, der die Fäden zieht. Harper, schmeiß Evas Brief ins Meer. Devlin! Mein Kontaktmann war ein Typ namens Devlin. Er ist ein Laufbursche, aber ziemlich nah an der Chefetage. Trägt immer einen schwarzen Anzug und sieht aus wie ein Typ, der um die 7 Leute auf dem Gewissen hat, bevor er zum Frühstück kommt. Kommt mir bekannt vor. Frag ihn, warum er sich Aquila angeschlossen hat. Wie sind Sie zu Aquila gekommen? Naja, ich war eigentlich nur ein Anwerber. Hab ihnen geholfen, Gefolgschaft zu finden. Ihr müsst verstehen, ich selbst war nie ein echter Anhänger.
Ein sehr guter Verkäufer. In den 90ern haben sie diesen Pharmakonzern übernommen. Und ich wurde Dr. Rancho. Die Bezahlung war sagenhaft. Aber es bedeutet auch, dass ich meine Tochter zurücklassen musste. Sie meinen wohl, Sie wollten sie zurücklassen. Frag ihn nach diesem Devlin. Harper, ich bin Journalistin. Ich weiß, wie man ein Interview führt. Und hat dieser Devlin auch einen Vornamen? Ich weiß nicht mal, ob der Typ überhaupt einen Schatten wirft. Ist das alles, was Sie haben? Harper? Ich sag euch doch alles, was ich weiß. Devlin ist gut darin, seine Spuren zu verwischen. Besser als ich offensichtlich. Warum wollte Aquila ihn haben? Sie waren kein echter Gläubiger. Warum hat sich Aquila weiter mit einem Schmierlappen wie Ihnen abgegeben? 1992 hatten sie ein Problem. Es war blankes Chaos. Ein Ausbruch der Krankheit hat ein paar Leute in einem Dorf in Nähe des Aquila-Hauptquartiers kalt gemacht. Ein paar? Wie viele? Fast alle. Aquila brauchte einen guten Redner, der sich vor die Kamera stellt, damit die Geschichte aus den Medien verschwindet. Wo ist das Aquila-Hauptquartier? Wo ist das Aquila-Hauptquartier? Ach, was weiß ich. Wahrscheinlich irgendwo bei diesem Bergbauort, von dem ich erzählt habe. Cojones oder so. Cajona? Was das Äffchen sagt. Sie sind ein Monster, Berat. Harper. Berat! Sie stinken! Harper, das kann so nicht funktionieren. Hey Arsch! Was soll das alberne Hemd? Okay, okay. Ich hab genug gehört. Dann gib mir den Brief. Lass uns gehen. Halt! Das ist nur Geld! Wo ist Evas Brief? Ich dachte, Geld wäre alles, worum sie sich scheren. Wo ist Eva? Sagt es mir! Wo ist Eva? Sagt es mir! Bitte! Mensch, aber das Thema hast du es jetzt aber gegeben. Hallo? Jane, hier ist Rupert. Ist Harper bei dir? Ich bin hier, Professor. Jane, ihr müsst sofort alles stehen und liegen lassen und rüber ins Labor kommen. Was ist los, Rupert? Es ist ganz außergewöhnlich, Jane. Ich will nicht voreilig sein, aber ich glaube, ich habe unseren Impfstoff gefunden. Was? Das ist ja großartig. Wir kommen sofort. Haha, wir haben es geschafft. Hallöchen. Devlin. Was habe ich da gerade Spannendes hören dürfen? Irgendwas über einen Impfstoff? Ganz ruhig, Rupert. Du wirst genügend Zeit haben, mir von allem zu berichten. Professor? Oh Gott! Kapitel zu Ende? Kapitel 4. Ich glaube, das ist das letzte. Wartet mal. Augenblick. Foreseen Incidents. Kapitel. Ich will keine Komplettlösung. Ich möchte wissen, wie viele es gibt. 4 Kapitel. Okay. Das ist also das letzte Kapitel. Ach du Schande. Also ich behaupte mal, dass die Ecken so sind.
Nein. Ich glaube, so würde es eher Sinn machen. Das macht gar keinen Sinn hier. Sehr gut. Ich dachte, ich muss alle Dinger benutzen, aber es hat gereicht, dass ich einfach alle vier... BWET Talk Radio. Ihr hört wieder Backwoods Radio. Hier ist Bobby. Ah, Duke ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Wir versuchen, ihn zu erreichen, aber... James, wenn du zuhörst, Kumpel... Gott, ich kann das hier nicht. Tut mir leid, Leute. Ich muss hier raus. Passt gut auf euch auf. Verdammt, ist das kalt. Hierher zu kommen war die dümmste Idee aller Zeiten. Ja, ich habe versucht, dir das klarzumachen. Ich habe gesagt, wir haben keine Chance, das Aquila-Hauptquartier zu finden. Ich habe gesagt, wir können nicht mal sicher sein, dass sie den Professor überhaupt hierher gebracht haben. Und ich habe gesagt, selbst wenn wir so viel Glück haben, McBride zu finden, haben wir keine Chance, ihn zu retten. Du hättest was sagen sollen. Was machen wir jetzt? Wir sollten versuchen, mehr über Kahona herauszufinden. Es muss einen Weg geben, die Zentrale dieser Pennerbande zu finden. Wie wär's denn, wenn ihr euch erstmal ein bisschen wärmer anzieht? Wobei Harper jetzt nicht so kalt angezogen ist, aber sie hat kurze Ärmel. Also eigentlich bestimmt ein bisschen längere Ärmel, aber halt hochgeschlagen. Das wäre doch schon mal was. Und die Knöchel werden bei ihr auch wohl sehr kalt. Hast du eine Idee, warum sie Professor McBride entführt haben? Er hat uns doch gesagt, er hätte den Impfstoff gefunden. Aber wenn sie ihn davon abhalten wollten, den Impfstoff herzustellen, hätten sie ihn einfach umbringen können. Sie haben ihn entführt. Das heißt, sie wollen etwas von ihm. Und das heißt, er lebt. Ich hoffe es. Glaubst du wirklich, dass es dem Professor gut geht? Ich hoffe es. Ich weiß bloß nicht, wie wir ihm helfen können. Uns wird schon was einfallen. Bisher sind wir ja ganz gut klargekommen, oder? Seit wann bist du so optimistisch? Weißt du, ich habe in Greystone echt gedacht, ich würde sterben. Mein ganzes Leben bin ich nur davongelaufen. Aber nachdem ich das Fieber überlebt habe, schien nicht mehr alles so unmöglich zu sein. Das ist wirklich gut, Harper. Ich wünschte nur, ich müsste mir wegen deiner kleinen Selbstfindungsreise hier nicht am Nordpol den Arsch abfrieren. Okay, lass uns weitermachen. Okay, aber bevor wir weitermachen, würde ich erstmal nochmal eine Aufnahmepause machen. Laut Internet geht so ein Kapitel 2 bis 3 Stunden. Also jetzt Kapitel 3 ging bei mir länger, weil ich habe ja jetzt ungefähr schon über 3 Stunden gebraucht und hatte ja davor schon ein bisschen was aufgenommen. Also gehe ich mal davon aus, dass ich hier auch ein bisschen länger brauche. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt in einem Rutsch durchspielen möchte. Weshalb wir uns in dem letzten und vierten Kapitel... Andersrum, im vierten und letzten Kapitel, so ist es eigentlich richtig, wenn wir uns da in der nächsten Aufnahmesession in Ruhe umgucken und hoffen, dass wir den Professor lebend wiederfinden. Das Blut war jetzt nicht sehr positiv und vielleicht sogar den Impfstoff für die Krankheit, auch wenn wir damit leider niemand mehr lebendig machen können. Aber Leroy hat es geschafft, das ist doch schon mal positiv. Wenigstens ein guter Freund von Harper kam raus.
Und deshalb würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt Feierabend und wir hören es dann in der nächsten Aufnahmesession wieder oder bei einem meiner anderen Let's Plays. Bis dann!